zusammen gekommen. Direkt neben Uli Beier gewohnt. Man tritt als Team an. Es zappelt, was immer gut ist. So, unter Zeithaut angeht immer am besten, oder? Gott. Guten Morgen, Leute. Wir sind immer noch in Holland, aber an einer anderen Location, auch einer sehr schönen. Und hier haben wir den Sebastian Ananas. Hat den geilsten Namen. Sebastian Binapfel. Also Pin, Apfel, Pineapple, Ananas. Und da kann man so die krassesten Sachen draus machen. Bin Birne, bin Banane. Die Gags hast du bestimmt noch nie gehört, oder? Tatsächlich das erste Mal. Wir haben wieder das krasseste Boot dabei. Also gestern waren Wellen. Hier wurde ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Tatsächlich. Weil der Sebastian so schnell gefahren ist wieder. Über 20. Ja, über 20. Aber heute ist der Trick. Er fährt raus, eine Stunde. Und dann treffen wir uns am Spot, weil Klimo hinter der Kamera. Ne? Mit Auto fährt. Mit Auto fährt, da fahre ich mit. Aber heute fahren wir auf ein anderes Gewässer als gestern, weil gestern haben wir uns das schwerste Gewässer rausgesucht. Heute suchen wir uns das einfachste raus, oder? Das entscheiden am Ende die Fische, aber wir versuchen auch heute, dass wir einfach ein paar auf die Schuppen legen. Diesmal haben wir nämlich die Möglichkeit, im Flachwasserbereich mit den besagten Chatterbaits nonstop ohne Ende zu fahren. So sieht's aus. Gut, dann Abfahrt. Ein kleines Nickerchen machen und dann waren wir einfach, wir standen im Stau. Ja, wir sind glaube ich schon 2 Stunden später, als wir eigentlich als das erste Angebot ist. Das muss man so vorstellen, Leute. Wir fragen immer, Leute, wann geht's morgen los? Dann sagen die so, ja, um 7 Uhr macht die Schleuse auf. Dann wir so, also um 10 dort oder wie. Ja, und dann wird so halt runtergehandelt. Treffen wir uns in der Mitte. Weil wir ja wissen, dass wenn wir eine Zeit ausmachen, dass dann quasi sowieso erst eine Stunde später quasi alles passiert. Da sind wir genau bei dem, wo wir am Anfang angefangen haben zu verhandeln. Leute, ich bin mir nicht sicher. Also es sieht sehr windig heute aus und auf diesen riesigen Gewässern mit den ganzen Wellen. Ich habe keine Ahnung, aber ich verlasse mich jetzt hier auf die Leute. Der Basti ist ja ein super Angler, der macht wirklich auch Wettkämpfe und so, der kennt sich aus, also drückt mal die Daumen, dass es heute was wird. So, dass wir überhaupt Windstärke, ach keine Ahnung, ist ja egal. Kütt wie es kütt, sagt der Kölner. Der Holländer wiederum nicht. Der Holländisch weiß warum. Oder Klimo? Ja. Oh, draußen regnet es. Bereust du, dass du nicht mit Boot gefahren bist? Nein. Bin gespannt, wie es jetzt wird, ehrlich gesagt. Weil auf so großen Gewässern, Leute, da will man einfach nicht bei Starkregen draußen sein. Aber bis jetzt war es eigentlich schon entspannt, Klima. Wir haben das alles gut richtig gemacht. Hm? Oder? Würde ich sagen. Ah ja. So schön Kassler, leicht salzig, ums Ei gewickelt. Junge, noch warm. Geil. Gekochte Eier, 6 Minuten 30. Ist genau nicht zu hart, nicht zu weich. Und frischer Kassler ganz dünn rum. Oh, Junge. Die Muffis. Eierreis. Wir haben Sommer. Allein aus Protest dürfte man sich das gar nicht anziehen. Richtig ungemütlich, wa? Ja, und davor, letzte Woche war so geiles Wetter überall. Wa? Man sucht sich immer zum Drehen die Tage aus, die beschissen sind. Wind auf der Kant, Fisch in der Hand, sagt man doch. Hier in Holland drin, in der Jutestube. Lieber haben wir diesen wunderschönen Anzug hier, Westin, bei uns im Hypefishing-Shop. Der ist verständlich. Und bei uns kriegt er ihn sogar noch günstiger wie bei Westin selbst. Also guckt lieber bei uns zuerst. Genau. Also als natürlich, als bei Westin. Scheiße. Das ist so ein Running Gag, Leute, zwischen uns. In Süddeutschland sagen die Leute ja immer wie statt als, was rein eigentlich nicht korrekt ist. So, ne? Duden ist ja schon irgendwie, wa? Oder, Klimo? Besser als wie kein Duden. Okay, ja, da, Klimo. Ich denke, das Ding fährt 100 km/h. Ne, da kommt er. Es ist schon geil, ne? Abgeholt zu werden. Abgeholt zu werden und dann quasi mit so einem fetten Boot auch noch abgeholt zu werden. Man fühlt sich dann so ein bisschen so krass.
Hast du so geplant? Na, mein Lieber. Na? Der eine mag die Ananas, der andere mag die trocken. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich nicht. Sebastian, ich weiß gar nicht wie, also... Ich muss mich schon wieder fast übergeben gerade. Wir nutzen jetzt quasi den Wind, so dass wir uns hier entlang driften können und fischen quasi das Plateau währenddessen die ganze Zeit ab. Dann würde ich sagen, wir brauchen übrigens noch einen Zander heute. Schaffen wir auch einen Zander zu angeln? Ja, wir geben unser Bestes. Okay. Leute, es ist nämlich Zanderzeit, wisst ihr? Habt ihr alle unsere Zanderbox gekauft? Innerhalb von Minuten ausverkauft. Leute, Siemens Chatterbaits bei uns im Shop. Alle die besten haben wir uns ausgesucht. Minimax, also wenn ihr welche haben wollt. Barfan für Barsch. Also auch hier, ne? Das ist ja auch dein Lieblingsköder teilweise. Chatterbait ist Hammer und die von Siemens laufen mega. Wenn du deinen Ricky the Roach fischen willst, dann hier können auch immer ein paar gute Hechte kommen. Also ich würde dir den riggen. Bei ein gerickter Ricky. Quasi ein Rig-Wiggy. Richtig dicke Fische. Das ist richtig geil, Leute. Mein Lieblingsköder, aber die Farbe Fire Tiger und Fire Perch werden nicht mehr hergestellt. Aber ich werde erstmal Barsch angeln, weil wenn man in Holland ist, muss ich wirklich sagen, Hecht kann ich zu Hause angeln, Zander kann ich zu Hause angeln, aber große Barsche ist zu Hause sehr schwer. Das ist quasi, hier hat man schon ein Bett, also man ist, ne, von der Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, einen großen Barsch zu fangen, ist schon hoch. Also muss man einfach ehrlich sagen. Heißt nicht, dass es einfach ist, aber ja, wie gesagt, wenn man weiß, wo die Fische sind, wo die ziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich gut, dann einen schönen Fisch zu fangen. Geil. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ich muss dazu sagen, ich lasse nicht jeden meine Knoten binden, ja? Aber einer, der Turniere angelt, der muss wissen, was er tut, weil sonst würde er niemals auf Platz 3 landen. Doppelte Hausfrauenknoten ist der Knoten der Wahl. Okay, Feuer frei. Mögen die Spiele beginnen. Aus und bring ihn nie wieder zurück. Bis jetzt läuft ziemlich beschissen. Also ich kann jetzt nicht so viel mitreden. Ich habe da hinten eine halbe Stunde geschlafen, aber es läuft noch nicht so gut. Bei den anderen auch nicht. Selbst die hat noch nichts gefangen. Ja? Wir haben gerade geschrieben und er meinte nichts. Einfach nur nichts. Aber ich habe eine blendende Idee. Bin. Wollen wir nicht den Michael anrufen und mal fragen, ob er vielleicht irgendwie eine Stelle kennt, wo man was fängt? Ja, wenn du seine Telefonnummer hast, dann ruf ihn mal an. Hab ich. Geh dann los. Thorsten hat mir, also der Chef hat mir nämlich gestern gesagt, wenn du ihn richtig ärgern willst, dann nenn ihn Bimpf. Und Bimpf. Und frag quasi, ob Michael, der andere Guide sozusagen, was stellen kennt. Aber er ist ganz cool geblieben. Obwohl er natürlich so innerlich schon so war, schon so... Am Ende... Es ist immer wichtig, cool zu bleiben, deswegen gehen wir jetzt eine Etage tiefer. Das ist der Box, Leute, bei der Fishing Box. Ich kenne das eigentlich nur so aus den Videos, dass es hintereinander weg scheppert. Das sind einfach dann die schlechten Angler, die hierher kommen und nichts auf dem Kasten haben. An mir kann es nicht liegen, weil ich habe ja gar nicht geangelt. Das heißt... Wenn es nicht läuft, dann muss man was ändern, deswegen probieren wir was anderes aus und gucken, ob das besser funktioniert. Ich verstehe es aber auch natürlich, dass man in einem Video nicht sozusagen seine ganzen Geheimnisse preisgibt. Ist so und manchmal ist es so und dann ist es wieder so. Victor, liegst du bequem? Jo. Wir machen erstmal Hecht, weil wir sind an einer kleinen Hechtstelle vorbeigekommen. Da hinten ist nämlich die Windmühle. Du hast sie wieder entdeckt. Ja.
eine Stelle noch kurz mitnehmen auf dem Weg. Ist auch wieder ein Flachwasserbereich. Hier drückt der Wind richtig drauf. Das heißt, vielleicht stehen die Fische jetzt hier und sind aktiv. Wir probieren es noch einmal und dann gucken wir eine Etage tiefer. Dann versenken wir uns nämlich auf den Meeresgrund und das war es dann gewesen. Du hast gut, du hast einen eigenen Köderfestmacher. Das ist so geil, ich frage noch nicht mal danach. Das wird einfach so gemacht. In die Route gereicht, weißt du, danke. Das erinnert mich an den Jurassic Lake in Thailand. Fehlt nur auf die Trillerpfeife. Ich hab so eine Trillerpfeife, kann man so reingetrillert und dann kam die mal angerannt. Sag mal, bei den Turnieren ist quasi, man ist ja als Team unterwegs. Gibt es dann intern auch ein kleines Battle, dass man so sagt, okay, ich muss unbedingt ein bisschen besser als mein Partner sein? Bei manchen Leuten ja, aber man tritt als Team an, man gewinnt als oder man verliert als Team und deswegen. Also gerade bei Sascha und bei mir ist es so, es ist vollkommen egal, wer die Fische fängt. Am Ende zählt es, wo man landet. Hm. Sag ich auch immer. Gewinnen oder verlieren, Hauptsache Erster. Leute, ich hatte gerade wirklich so Roach, mein ersten bis nach anderthalb Tagen Angeln in diesem riesigen Gewässer hier. Ging leider nicht. Es war ein Riesenbarsch. Der war wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu groß für das Maul. Obwohl eigentlich nicht. So, im Flachen läuft es nicht. Das heißt, wir brechen jetzt hier ab und versuchen es auf Sander. Wir haben jetzt fast keine Zeit mehr, weil Klima muss zurück. Und wir haben den ganzen Tag im Flachen geschmissen. Barsch, Hecht. Ja, wir haben keinen einzigen Kontakt bekommen. Nichts. Und jetzt treffen wir zum Schluss einen guten Freund von mir, den Stefan, der mit seinen Gästen unterwegs war und die hatten heute 8 Meter Hechte. Haben nur dicke, fette Latschen geworfen den ganzen Tag. Und wir waren auch im Flachen, haben aber kleine Köder geworfen, weil wir gehofft haben, vielleicht einen großen Barsch mitzukriegen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und versuchen es. Wenn es klappt, ist cool. Ansonsten, wir haben alles gegeben. Das ist wirklich krass, oder? So nah ist Niederlage und Erfolg aneinander. Ja. Und abgefahren. Wir probieren es aus. Ja. Und was kommt, kommt. Ich nehme jetzt einen Gambler. Einen rosanen, Leute. Einfach mal. Egal. Okay. Los geht's, Leute. Unter Zeitdruck angelt sich immer am besten, oder? So sieht's aus. Wir waren zwar in der richtigen Wassertiefe, haben aber komplett die falschen Köder geschmissen. Die Entscheidung, die wir bzw. ich, weil ich dir ja quasi hier die Einladung gegeben habe, getroffen habe, die war einfach falsch. Muss man sich einfach ehrlich zugeben und dementsprechend, wenn wir morgen noch einen Tag haben, versuchen wir da die richtigen Entscheidungen zu treffen und vielleicht noch was zu fangen. Was heißt Fehler? Man macht keine Fehler, Leute. Fehler passieren einem. Woher sollte denn er das wissen? Weißt du? Die anderen hatten auch nur Glück. Die hatten Pech. Ich habe einen großen Köder einmal im Krautfeld geschmissen, aber nicht lange, weil ich dachte, okay, ach, wenn ich schon hier bin, will ich auch einen großen Barsch fangen, weißt du? Hätte ich das durchgezogen und wir hätten einen gefangen, dann hätten wir auch das rausbekommen. Und dann hätten wir wahrscheinlich genauso einen Eskalationstag erlebt hier, ne? Aber so ist es. Hätte, Fahrradkette. So ist es. Besser später Kenntnis als nie. Und morgen ist wahrscheinlich alles anders. Morgen funktionieren wahrscheinlich dann Chatterbaits. Man muss einfach mal akzeptieren, wenn es vorbei ist. Und das ist einfach so. Und das geht den Menschen wie den Leuten. Und wer dem das nicht so geht, der lügt, Leute. Der lügt. Guten Morgen, Leute. Wie vielen, da geht's schon los. Wie fühlen wir uns, Sebastian Ananas? Ach, ja, erschöpft von gestern, aber heute ist ein neuer Tag. Das Wetter spielt mit und wir fahren jetzt mal raus. Wir haben wirklich wieder einmal Glück, so, dass quasi die krasse Regenfront so mit Gewitter und 5000 Millionen km/h an uns vorbeizieht und wir genau in diesem Streifen sind, wo man noch angeln kann. Eigentlich haben wir keine Zeit, aber wir dachten, okay, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben hier den WPC-Gewinner dabei.
Mit dem werden wir quasi heute rausfahren. Frank, ja. Weil Frank natürlich auch ein paar Geheimspots kennt, die wir alle für euch leaken werden heute. Zumindest werden wir sie alle besuchen und dann werden wir am Ende des Tages sehen, was dabei rauskommt. Fahren wir eigentlich raus? Fahren wir mit beiden Booten raus? Ja, wir fahren heute mit beiden Booten raus und werden die Spots aufteilen. Das heißt, sobald wir Fische gefunden haben, werden wir miteinander telefonieren und versuchen dann zusammen die Fische vom Spot abzuräumen. Leute, das ist nämlich Teamgedanken, was wir hier machen. Drückt uns die Daumen, maximal 4 Stunden Zeit inklusive Anreise und vielleicht wird es möglich sein, hier in diesem Holland, was ja eigentlich fischleer ist, ne, da gibt es ja kaum noch Fische, sozusagen noch einen Fisch rauszuziehen. Ich bin der erste Mensch, der nach Holland fährt auf diese Dinger hier und noch keinen einzigen Fisch gefangen hat. Aber Leute, so ist es. Ich bin da jetzt, da geht für mich jetzt keine Welt unter. Und es ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht wird es ja noch was. Los, mach eine Fontäne. Ja, mach mal im Hafen nicht. Nee? Also ich finde, wenn man so mit so einem krassen Boot immer rausfährt, so, dann auch noch so zu zweit, dann fühlt man sich immer so wie so ein Squad. Ja. So ein Einsatzkommando, ne? So ein bisschen cool ist man dann schon, oder? Da denkt man immer, oh, ey, wenn jetzt hier so am Rand einer stehen würde, da würde man einfach nur vorbeifahren, so ein No-Look. Einfach nur nicht hingucken. Das Boot fängt nicht die Fische und deswegen müssen wir uns heute anstrengen, dass wir heute noch irgendwas ans Band bekommen. Ja, aber trotzdem, ne? Ich meine, die Verpackung gehört auch zum Geschäft. Also es ist quasi, niemand kauft eine Kinderschokolade, wenn sie in einer Ja-Verpackung ist. Natürlich geht es um den Inhalt, Leute. Und der Inhalt, muss man ja wirklich sagen, der ist ja nun sensationell, wenn ich hier auf dieses Boot gucke. Okay, Leute, jetzt wird erstmal getankt. Was kostet denn der Liter Sprit hier? 5,62 Euro nur? Das ist ja ein Schnäppchen. Da will ich ja gleich 2 Liter nehmen. Nein, nur 2,65 Euro, ist okay. Ach, 2,65 Euro, na dann. Wollen wir da einfach abhauen? Ja. Ah, okay. Ist jetzt voll oder was? Nee, aber es reicht, um nach Hause zu kommen. So, Sebastian Ananas, wie sieht's aus? Was ist der Plan? Der Plan ist, das, was wir gestern dazugelernt haben, heute umzusetzen. Das heißt, für uns heißt das erstes Flachwasserfischen mit großen Ködern. Gucken wir, ob wir einen großen Hecht ans Band kriegen. Probieren wir mal. Wir haben leider nicht viel Zeit. Das heißt, 1-2 Stündchen werden wir das versuchen. Dann werden wir noch mal ein paar Kanten abfischen und schauen, dass wir was ans Band bekommen. Ich liebe Kanten. Zu Hause eigentlich auch mal an Kanten. Ja. An Kanten. Ich liebe Flachwasser noch mehr als Kanten. Aber wenn im Flachwasser halt auf Barsch zum Beispiel nicht läuft, dann müssen wir auch an die Kanten. Richtig. Leute, wir haben direkt neben Uli Bayer gewohnt. Haben wir gestern getroffen noch, aber wir mussten schnell was essen gehen, deswegen haben wir leider noch nicht so viel gequatscht. Nachher haben wir ab, also wir sehen ihn gar nicht mehr. Also Uli, wenn du es siehst, schöne Grüße, gehen raus an dich. Er hat nämlich ohne Stierfang, aber ist ja auch kein Vollmond, oder? Spaß, Leute, wisst ihr ja. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Du machst deine Stelle erst, ich mach meine. Und sobald einer von uns einen Fisch hat, telefonieren wir miteinander. Und dann behaken wir die Stelle mal so richtig. Das ist mein Plan. Okay, Basti, jetzt los, Angriff! Auf geht's! Abmarsch! Der kämpft! Kann verlieren! Wenn nicht kämpft? Der hat schon verloren, richtig, genau so sieht's aus. Also, letzte Chance, Leute. Letzte Chance, um zu beweisen, dass in diesen Gewässern überhaupt Fisch drin ist. So, der Gambler wird's richten, Leute. Also, man muss auch mal Glück haben, Leute. Und ich denke, heute ist es der Fall. Ein einfach nur Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Ich habe einen Anruf bekommen von Frank. Und Frank hat gesagt, dass er nach 5 Minuten Angeln Zander hatte. Das heißt, wir scheißen jetzt auf die Hechte. Ja, und gehen Zander angeln. Da
60er Zander. Aber ja, die liegen hier auf der Fläche. Am besten fahrt ihr so 50, 100 Meter vor mir an der Kante entlang und werft aufs Flachwasser. Liegen immer vereinzelt auch Hechte und Barsche dabei. Dann bin ich ja mal gespannt. Das ist ja der erste Fisch, von dem ich jemals jetzt hier gehört habe, Leute. Aber es ist natürlich auch nicht einfach, wenn man einen Fisch leeren, toten Gewässern angelt, ne? Da auch quasi mal einen Fisch rauszubekommen. Aber Frank hat es geschafft. Nicht umsonst WPC-Gewinner. Leute, es gibt's gar nicht. Es zappelt was an der Route. Hier in die Kette? Da ist er, Leute. Es ist ein Fisch. Ein echter Fisch. Und? Oh, ein Riese, Leute, ein Riese. Ist er drin? Yes. Gott. Das gibt's ja gar nicht. Es gibt's ja gar nicht. Ein echter Fisch. Leute, ein echter Fisch. Hier? In Holland? Hätte er das gedacht? Also ich nicht. Was haben wir gekämpft für den Fisch? Unglaublich. Sprachlos. Auch ein Chatterbait. Ja. Genau. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr, was los ist? Oh. Puh. Aber schon Barsch nennen, wa? Ja, das ist wieder ein richtig, richtig schöner Fisch. Oh, unglaublich. Schau dir die roten Flossen an. Mega. Hey, ole, ole, yes, ole. Ja. Aber das war nicht so, wa? Oh. Der war hart erkämpft, der war hart erkämpft, echt. Also so schwierig haben wir uns hier schon lange nicht mehr getan, aber es ist halt Angeln und wir haben weiter geackert, gearbeitet, gearbeitet und jetzt hat es endlich geklappt mit dem schönen Fisch. Mega! Und man muss auch sagen, er ist seinem Köder treu geblieben, ich hatte die ganze Zeit hier rumgewechselt, wusste nicht, ob ich jetzt Hecht machen soll, Zander, Barsch, hat ja alles nichts gebissen, deswegen. Aber, ne? Hat er durchgezogen, hat er gefangen. Auf einem schönen Chatterbait wieder. Aus dem Halbfishing-Shop zufällig. So sieht's aus. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch Chatterbait angeln. Macht ja alles andere, macht ja sozusagen sonst keinen Sinn. Das hat es jetzt verifiziert, dass es funktioniert hat. Gab sogar schon einen Nachläufer. Also quasi zwei Fische schon gesehen. Also ist es ein Zeichen. Ist ein Zeichen, Leute. Man muss die Zeichen auch lesen lernen. Hey Leute, ich hab einen. Sag das da drinnen, sag dazu. Mega! Leute, ihr werdet es nicht glauben. Es gibt tatsächlich mindestens zwei Fische in diesem Ding hier drinnen. Da war doch wirklich gut, dass wir uns gestern beschwert haben beim Fischer und gesagt haben, der soll mal wieder drin schmeißen hier, wa? Das ging ja so nicht weiter. Okay Leute, da ist er. Was sagst du dazu? Hast du schon mal so einen großen Barsch gesehen? Was sind das für Punkte? Sind das Leichausschlag? Haben Barsche Leichausschlag? Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob Barsche Leichausschlag haben oder ob das einfach nur eine schöne Laune der Natur ist. Hm? So Leute, schön. Ciao. Ole, 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 ole. Jawohl. Geiler Fisch. Ja, ich denke, es war auch der größte, der jemals gefangen wurde, oder? So wie der aussah. So wie der aussah? Unglaublich. Nein, wirklich unglaublich, unglaublich schöner Fisch. Mega. Es war wirklich krass. Ich habe mich schon so gesehen, ich komme nach 3 Tagen hier in den krassesten Gewässern Europas ohne Fisch nach Hause. Das habe ich gedacht. Nee, aber wir haben ja nicht aufgegeben. Wir haben geackert, jetzt weiter geht's. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, aber endlich wurde ein Schuh draus. Und es war jetzt der zweite Fischkontakt in den ersten 2 Stunden. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt in der Schleuse drin, als Einzige, was ich geil finde. Also, es war nochmal Happy End, muss man ja wirklich nochmal sagen, oder? Wir haben alles gegeben. Wir hatten jetzt noch 2 richtig, richtig schöne Barsche. Jeder von uns wurde nochmal belohnt. Was würdest du sagen? Also, es waren jetzt schon 3 Tage, die du eher selten hast, oder? Dass man mal, ich sag mal, einen Fisch oder ein paar Kontakte hat, die nicht verwandelt, ist ja jeder immer selber schuld. Aber wenn so die Stellen, in die man super viel Vertrauen hat, die das ganze Jahr konstant auch funktionieren, dass man wirklich nicht mal einen Kontakt bekommt. Kein Biss, kein gar nichts, das ist schon eher selten. Und schade natürlich, dass es genau zu so einem Termin wie jetzt passiert, aber da steckt man nicht drin, es ist halt immer noch Angeln.
In dem Fall haben wir die falschen oder habe ich die falschen Entscheidungen getroffen mit Stellenwahl, Gewässerwahl, aber das kannst du davor nie wissen. Länderwahl. Spaß beiseite, Leute. Es war ja trotzdem geil, auch mal mit so einem Boot hier unterwegs zu sein. Rückenschmerzen habe ich, das hast du geschafft auf jeden Fall. Wir müssen jetzt so weiter nach Nordholland. Da werden wir nämlich dann auf Zander angeln. Die Better Fishing Box ist nach wie vor verfügbar. Also einfach mal in der Videobeschreibung gucken und euch sichern. Genau wie die Köder, die wir benutzt haben jetzt in den letzten 3 Tagen, könnt ihr auf Hypefishing, dem besten Online-Shop der Welt, kaufen. Da auch einfach mal die Videobeschreibung gucken. Ansonsten muss ich sagen, wenn ihr genug Kleingeld übrig habt, ja, könnt ihr euch auch ein Rheinlandsboot kaufen. Aber das, da müsst ihr schon... Wir haben ja für jeden das, was dabei. Das sind natürlich die High-Performance-Boote, die dann auch ein bisschen mehr kosten. Und ich hoffe, du hast ein paar tolle Eindrücke mitnehmen können. So ist es. Kauft euch einfach einen Pike-Hunter, den ich habe. Da ist es wirklich das beste Angebot. Da wird euch nicht schlecht, da müsst ihr nicht über Wellen rüberheizen. Da fliegt nicht alles weg, wenn da mal irgendwie, ne? Also, gut, vielen Dank fürs Mitnehmen. Lieben gerne. Wir sehen uns ja im nächsten Video wieder. Also in dem Sinne, Sinne, Leute, bis nächste Woche. Tschüssi. So, wir sind bereit.